Die Ampel und die CDU werden den Rechtsruck nicht stoppen, denn sie sind zu sehr damit beschäftigt, ihn selbst auszuführen. In mehreren Städten wurden bei Anti-AfD-Protesten kritische Stimmen zensiert. Der Vorwurf war, das würde die Bewegung spalten. Doch wer spaltet eigentlich? Porsche-Minister Christian Lindner zum Beispiel bei den Bauernprotesten. Dort sagt er, dass alle BürgergeldempfängerInnen Sozialschmarotzer seien und dass alle Klimaaktivisten, die zivilen Ungehorsam betreiben, alles ExtremistInnen seien. Der Protest gegen rechts darf nicht der sogenannten Fortschrittskoalition überlassen werden. Ich meine, Olaf Scholz selbst hat im Spiegel gesagt, wir müssen im großen Stile abschieben. Und das setzt er jetzt auch mit dem Rückführungsverbesserungsgesetz konsequent um. Wir werden gespalten in faule und produktive Fachkräfte, in gut integrierbare und illegale Ausländer. Diese Spaltung soll aber nur davon ablenken, wer eigentlich von dieser Krise profitiert. Die 5 reichsten Deutschen haben ihr Vermögen von 82 Milliarden auf 142 Milliarden erhöht. In nur 3 Jahren. Und wir sollen mit Lohneinbußen wegen der Inflation klarkommen. Diese Spaltung dient aber auch dazu, das Militär noch krasser aufzurüsten. 100 Milliarden Sondervermögen sorgen für noch mehr Kriege und noch mehr Fluchtursachen. Nicht zuletzt wird damit gerade der Genozid an Palästinensern in Gaza ausgeführt. Die finanzielle Unterstützung eines Genozids muss gegenüber der Gesellschaft gerechtfertigt werden. Dafür müssen jegliche Palästina-solidarischen Aktionen immer wieder als antisemitisch verleugnet werden. Die Palästina-Blöcke bei den Anti-AfD-Protesten in Berlin, München und Münster wurden angegriffen. Das hilft natürlich der Regierung, ihre israel-solidarische Linie aufrechtzuerhalten. Also, was tun? Forder deine SchülerInnenvertretung, dein AStA oder deine GewerkschaftssekretärInnen dazu auf, Versammlungen einzuberufen. Ob in der Schule, an der Uni oder in deinem Betrieb. Bei diesen Versammlungen geht es darum, folgende Forderungen stark zu machen. Stopp aller Abschiebungen und gegen die Abschottung Europas. Stopp aller Waffenlieferungen, keine Unterstützung für den Genozid in Gaza. Enteignung von Banken und Konzernen. Geld in Soziales, Bildung, Gesundheit und Umwelt statt in Energie- und Rüstungskonzerne. Solidarität mit den Streiks für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, wie gerade bei den Bahnbeschäftigten.